Ihr habt bis jetzt immer Modeuhren getragen und möchtet eure erste mechanische Uhr kaufen. Für euch habe ich hier drei Uhren von der Marke Seiko in drei verschiedenen Preissegmenten und ich möchte euch jetzt Stück für Stück erklären, welche Uhr hier für wen geeignet ist und was ihr euch am besten kaufen solltet. Legen wir los. Seiko ist eine richtig, richtig alte Uhrenmarke, die kippt seit dem 19. Jahrhundert und die bauen schon seit Ewigkeiten Uhren und Seiko ist eine dieser Hersteller. Die sind Kult, nicht weil sie das beste Produkt per se bauen, sondern weil sie einfach einen gewissen Charme haben. Einen gewissen Charme in der Popkultur, gewissen Charme, weil sie schon so lange draußen sind, ikonische Modelle haben, zu allen möglichen Preispunkten. Es ist so ein bisschen, ich vergleiche Seiko gerne mit Toyota. Die haben einen riesigen Produktkatalog, keine Sau kennt sich aus, was was ist, aber irgendwie hat es einen gewissen Charme. Die Produkte können ja was. Also du siehst, ein Toyota Prius ist jetzt nicht unbedingt das sexieste Auto der Welt. Aber warum wird das so gut verkauft? Weil das Auto einfach gut ist und weil die Preis-Leistung stimmt. Und so ähnlich ist das bei Seiko auch. Ihr kriegt wahnsinnig viel für euer Geld und Seiko baut fast alle ihre Komponenten wirklich selber in-house und das ist wahnsinnig beeindruckend, wenn ein Hersteller bei einer 100-Euro-Uhr praktisch alles selber baut, weil das habt ihr sonst eigentlich nie. Ich habe hier drei Seiko-Uhren für euch. Wir haben hier eine Uhr in dem Preissegment von ca. 300 Euro, wir haben eine Uhr in dem Preissegment von ca. 550 Euro und eine Uhr im Preissegment von ca. 1200 Euro. Und ich möchte euch erklären, was ihr bei welchem Preissegment von Seiko ungefähr bekommt. Legen wir einfach mal los mit dem ersten Preissegment und das ist eigentlich die Einsteigervariante von Seiko. Das ist nämlich eine Seiko 5, in dem Fall eine Seiko 5 Sports. Seiko 5 ist praktisch die einsteigerfreundlichste Uhr von Seiko, denn die Seiko 5 steht für praktisch 5 Attribute, die jede Seiko 5 haben sollte. Deswegen heißt sie Seiko 5. Und diese 5 Attribute machen die Seiko 5 praktisch zu der perfekten Alltagsuhr. Das ist mechanisches Uhrwerk, Datum, Wochentag, gehärtetes Glas und eine gewisse Wasserdichtheit. Diese Eigenschaften machen eben die Seiko 5 zur besten Alltagsuhr, die du kaufen kannst. Und das verpackt Seiko in einem sehr, sehr günstigen Preis. Früher hat Seiko 5s gegeben ab ca. 100 Euro. Die sind eingestellt worden. Und die günstigsten Seiko 5s beginnen bei in etwa 300 Euro. Und das ist die hier, das ist eine Seiko 5 Sports. Field Sports, das heißt, das ist eine sogenannte Felduhr, eine Fieldur. Das heißt, die sieht jetzt nicht super fancy aus, hat keine Taucherlünette und so weiter, aber das braucht ihr in dem Fall nicht. Diese Uhr ist wahrscheinlich die beste Uhr, die man für 300 Euro bekommt, wirklich. Also, ihr habt hier ein volles Manufakturwerk, das heißt, das Werk ist entwickelt und gebaut direkt von Seiko. Das Glas ist von Seiko, die Leuchtmasse ist von Seiko, alles ist direkt von Seiko entwickelt. Ihr habt hier sogar applizierte Indizes, jetzt nicht die schönsten, die sind einfach gestanzt aus Metall, aber sie sind trotzdem da. Ihr habt einen farbigen Sekundenzeiger, Datum und Wochentag, ihr habt einen Handaufzug, ihr habt einen Sekundenstopp. Das Werk ist ja das sogenannte 4R35-Werk. Das ist das Werk, was Seiko in allen ihren Basisuhren verbaut. Ist ein okayes Werk. Ganggenauigkeit ist auch okay. Dafür ist Seiko berühmt, dass es nicht die beste ist, aber es ist in Ordnung. Wie gesagt, ihr kriegt hier wahnsinnig viel für das Geld. Wir haben eine Gangreserve von ca. 40 Stunden. Das heißt, die Uhr bleibt nach 40 Stunden stehen, wenn ihr sie nicht laufend tragt und bewegt. Wir haben hier einen Durchmesser von 36 mm und eine Wasserdichtheit von ganzen 100 Meter. Das heißt, ihr könnt mit der Uhr absolut schwimmen. Ihr habt auch eine verschraubte Krone, also das ist echt ein super Gesamtpaket. Gepaart mit einem 18er Bandanstoß, das heißt, die Uhr trägt sich auch angenehm. Die Uhr trägt sich nicht allzu groß, nicht allzu klobig. Sie verschwindet so ein bisschen am Arm und das passt auch so. Also das ist keine Angeberuhr. Und genauso ist halt auch die Verarbeitung. Diese Uhr, wenn ihr sie haben wollt, ist die Referenz SRP J81K1. Für alle, die diese Uhr haben wollen, ich hinterlasse euch einen Amazon-Affiliate-Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr die Uhr über diesen Link kauft, kriege ich natürlich eine kleine Kommission und damit unterstütze ich natürlich auch den Kanal. So, das ist jetzt mal hier, was Seiko für ca. 300 Euro anbietet. Wenn ihr sagt, okay, ihr wollt ein bisschen mehr haben, weil das ist euch ein bisschen zu sehr Basisuhr, dann habe ich für euch eine meiner Lieblingsuhren aktuell bei Seiko und das hier ist die Pressage-Kollektion, nämlich genauer die Pressage 60s-Style. Ich finde die Uhr wahnsinnig cool, weil sie einerseits leistbar ist mit 550 Euro, aber doch ein Ticken mehr bietet als eine klassische Seiko 5 und ein bisschen besonderer ist. Erstens habt ihr hier jetzt ein cooleres Gehäuse, was aus den 60ern angelehnt ist. Es ist ein bisschen aufwendiger gemacht. Das Gehäuse hat auch anglierte Kanten. Das heißt, ihr habt an den Kanten so eine Faser. Das Gehäuse ist poliert und geschliffen und geschwärzt. Das heißt, es ist ein Edelstahlgehäuse und Seiko kommt daher und beschichtet das schwarz, sodass die Uhr so einen coolen Stealth-Look bekommt. Die Zeiger sind hier sogenannte Dauphin-Zeiger. Das sind eigentlich nur spitz zulaufende Zeiger, wie man sie eben aus den 60er Jahren kennt. Auch hier mit Seikos Inhouse Lumibright Leuchtmaterial. Das Ding leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Was ihr natürlich mehr bekommt, ist, ihr habt jetzt hier schönere Indizes, aufgesetzte Indizes, die auch ein bisschen mehr Politur haben, die ein bisschen mit dem Licht spielen und das ist ganz cool. Die Uhr ist nur 50 Meter wasserdicht, ist jetzt nicht schlecht in der Qualität, aber sie ist halt einfach weniger wasserdicht, weil die Uhr halt einfach keine Taucheruhr ist. Ihr habt im Sichtboden, den ihr vorher auch gesehen hattet, habt ihr jetzt aber ein bisschen schöner dekoriertes Werk. Ist das gleiche Werk, 4R35, aber ist ein bisschen schöner dekoriert. Wir haben einen goldenen Rotor. Das Ganze sieht
sieht einfach noch ein bisschen mehr aus. Das Coole ist, ihr habt hier einen 20er Bandanschluss, das heißt, die Uhr sieht umso cooler aus, auf einem NATO-Band zum Beispiel, wo ihr die besten übrigens bei www.thewristguy.eu findet, schaut da gerne vorbei. Und zusätzlich zu den NATO-Bändern findet ihr auch diese Zip-Cases und wahnsinnig coole Uhrenrollen und alles mögliche, schaut da gerne vorbei. Auf jeden Fall ist hier auch das Ziffernblatt ein bisschen schöner verarbeitet, wir haben einfach ein bisschen mehr sozusagen. Qualität ist ähnlich, aber einfach ein bisschen mehr und das für 550 Euro. Wahnsinnig cool. Die verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung, wenn ihr die haben wollt. Wie gesagt, wahnsinnig cool am Arm. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und wenn ihr sagt, ihr wollt gerne einen Qualitätssprung nach oben, nicht nur optisch, sondern wirklich auch qualitativ, dann habe ich hier die Prospex-Linie von Seiko. Die Prospex-Linie ist praktisch die Taucheruhr und diese Tool-Uhr-Linie von Seiko. Und da bietet Seiko nochmal ein bisschen mehr fürs Geld. Die Uhr, die ich hier habe, ist die SPB299J1. Diese Variante ist sogar die Special Edition Save the Oceans. Die wird auch genannt Baby Marine Master. Marine Master ist sozusagen eine der berühmtesten Tauchermodelle von Seiko und das hier ist die kleinere, tragbarere Variante. Diese Uhr hat jetzt ein viel aufwendigeres Gehäuse. Das Gehäuse ist poliert, geschliffen, sieht sogar ein bisschen nach Sarazzo aus. Ich glaube nicht, dass das wirklich Sarazzo Polishing ist, aber es sieht ein bisschen danach aus. Sarazzo Polishing. Für alle, die es nicht wissen, Sarazzo Polishing ist ein wahnsinnig aufwendiger Prozess der Handfinisierung von einer Uhr, wo die Oberfläche wirklich wie ein Spiegel ist. Also ihr könnt praktisch einen Text gespiegelt am Gehäuse lesen und das macht Seiko immer bei den Grand Seiko Modellen und hier sieht das so aus, als hätte sie das auch. Wir haben hier in dem Fall sogar eine Lünette aus Keramik, auch in der Lünette ist Leuchtmasse verbaut. Wir haben hier jetzt Saphirglas und nicht mehr gehärtetes Mineralglas, was Seiko auch in-house herstellt. Wir haben hier ebenfalls Lumibright Leuchtmasse, die Zeiger sind ein bisschen aufwendiger gemacht, finisiert, die sind doppelfinisiert. Wir haben hier aufgesetzte Indizes, die auch Leuchtmasse haben und das Ziffernblatt ist Seikos Spezialität. Also dieses Ziffernblatt ist wunderschön gemacht. Das seht ihr hier in den Makros. Es erinnert mich an die White Birch und die Uhr kostet 10.000 Euro und hier haben wir das in einer 1.200 Euro Uhr. Wahnsinnig cool, wahnsinnig schön. Die Uhr ist auch voll ISO-zertifiziert als Tauchuhr. Das heißt, wir haben eine einseitig drehbare Lünette mit einer sehr, sehr guten Lünetten-Action. Wir haben hier einen Sekundenzeiger mit Leuchtmasse drauf, sogar mit diesem kleinen blauen Farbpip oben drauf, was auch sehr, sehr schön ist. Wir haben hier ein Automatikwerk, wir haben eine verschraubte Krone. Das Werk ist hier jetzt das Upgrade über der 4R35, das ist jetzt die 6R35. Dieses Werk ist ein bisschen genauer und hat 70 Stunden Gangreserve, ist allgemein ein bisschen aufwendiger gemacht. Ist ein ganz cooles Werk, das ist das Werk, was Seiko in ihren Mid-Tier, also in ihren Mittelklasse-Uhren verbaut sozusagen. Hier habt ihr auch beim Band auch schönere Verarbeitung, das heißt die Mittelglieder sind auch poliert und gebürstet gleichzeitig. Wir haben eine Taucherverlängerung, wir haben Mikroeinstellmöglichkeiten. Ist alles ein bisschen schöner gemacht, ist alles ein bisschen massiver gemacht. Man merkt schon, dass man hier mehr fürs Geld kriegt. Und das ist auch wichtig, weil hier zahlt man natürlich auch mehr. Aber diese drei Uhren zeigen so ein bisschen, dass Seiko wirklich von 300 Euro bis 1200 Euro und auch drüber hinweg, die haben auch Uhren von 3000 Euro, 4000 Euro bis zu Grand Seiko mit 10.000, 20.000, 30.000 Euro. Seiko ist überall mit dabei und Seiko versucht euch überall das Beste für euer Geld zu geben. In den Augen von Seiko. Ich sage jetzt nicht, dass Seiko die Besten in der Welt baut, aber Seiko gibt sich Mühe, euch wirklich viel fürs Geld zu geben und ihr kriegt auch wirklich viel fürs Geld. Weil wo sonst kriegt ihr eine Uhr für 300 Euro mit einem Manufakturwerk, 100 Meter Wasserdichtheit, Datum, Wochentag? Wisst ihr, was ich meine? Und das ist das Coole an Seiko. Und falls ihr sagt, ihr wollt keine Seiko, ihr wollt eine Grand Seiko haben, das ist sozusagen der Lexus von Toyota, also die Luxusvariante, schaut gerne vorbei beim Kanalsponsor Chronext. Chronext ist einer der größten Online-Uhrenhändler im deutschsprachigen Raum. Da gibt es alles von Rolex, Omega, Patek Philippe und eben auch Grand Seiko. Die haben ganz coole Modelle. Ihr zahlt immer den Graupreis, das heißt, ihr spart euch da auch noch was, kriegt aber trotzdem volle Garantie von Chronext und wie gesagt, spart euch da mehrere tausend Euro im Zweifel. Und mit dem Code THEWRISTGUY kriegt ihr auch noch einen Rabatt auf eure Bestellung und unterstützt damit auch noch mich und den Kanal, wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Und wenn ihr eben keine Grand Seiko haben wollt, sondern eine normale Seiko, dann schaut gerne vorbei bei Amazon, unten alle Infos in der Videobeschreibung. Gut Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, lasst mir sehr gerne Likes und Abos da und aktiviert bitte auch die Glocke, dann seht ihr, wenn ich ein Video hochlade und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann Leute. Ciao, ciao.